Ja, eine Kleinigkeit zum Ablenken. Wenn ihr ein Futteral von uns kauft, dann habt ihr ja diese schwarzen Ablenkstangen dabei, die eigentlich für unser SmartMark-System sind. Ich habe mir das ein bisschen umfunktioniert. Ich habe mir einfach die beiden Stangen genommen, habe dann eine 4 Meter lange Schnur zwischen gemacht und habe auf diese Schnur zwei unterschiedlich farbene Kabelbinder montiert. Das hat den Vorteil, dass ich dann einfach mir genau markieren kann, auf welcher Länge ich angel, und daher zwei mit zwei verschiedenen Farben. Und wenn ich mit zwei auf zwei unterschiedlichen Längen angel, so merke ich mir dann, ich habe hier einen kleinen und einen großen Kabelbinder. Also der kleine ist immer die kurze Angelentfernung, und der große Kabelbinder ist immer die lange Angelentfernung. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Das ist ganz einfach gemacht. 4 Meter Abstand. Ein Tipp: Macht es nicht über die Bremse. Ich sehe viele Leute, die jetzt über die Bremse ablenken. Dadurch kriegt ihr unheimlich viel Drall in die Schnur. Lasst das sein, arbeitet da lieber über den Rücklauf. Rücklauf rein. So, 4 Meter, 8 Meter, 12 Meter, 16 Meter, 20. Hier ist die Route. Einmal ablegen. Jetzt mache ich mir den Kabelbinder genau bis zur Spitze und weiß, ich bin jetzt bei 20 und ein bisschen, also circa 20,50 Meter. Und sollte ich mal einen Schnurbruch erleiden oder eine zweite Route nehmen, kann ich jedes Mal so wieder genau 20,50 Meter meinen alten Angelplatz finden.